Ja, man hat es gesehen, es regnet draußen heute. Es ist jetzt erst oder schon Viertel nach 10. Waren jetzt heute noch nicht draußen, weil ja, das Wetter eben sehr zu wünschen übrig lässt. Gehört aber auch einfach mal dazu, glaube ich. Für heute Mittag haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht mal essen gehen. Ansonsten werden wir wieder zum 7-Eleven oder Family Mart gehen und uns da was holen. Oder vielleicht zum Starbucks oder irgendwo hin. Mal ein bisschen raus zumindest. Vielleicht fahren wir auch irgendwie mit der U-Bahn noch irgendwo hin. Ansonsten denke ich, bei dem Wetter werden wir heute nicht allzu viel Sightseeing machen. Den Regentag gestern haben wir jetzt erfolgreich genutzt, um uns noch ein wenig zu erholen. Waren zwar trotzdem unterwegs und haben Ramen gegessen. Schon mal einen Punkt von der Liste erledigt. Aber sonst war jetzt nicht so viel an Action. Dafür ist heute wieder die Sonne da. Und jetzt geht Ja, wieder los. man glaubt gar nicht, dass gestern so schlecht war und heute ist wieder strahlender Sonnenschein. Es ist jetzt 11 Uhr, wir sind jetzt aus dem Hotel ausgecheckt, haben so unsere großen Rucksäcke noch da im Hotel zurückgelassen. Ja, weil unser Nachtbus geht erst abends um 10. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie mit unserem Gepäck da noch zurechtkommen. Plan ist jetzt, wir gehen jetzt mal zur Shibuya Station, organisieren uns was zum Mittagessen. Und dann fahren wir einfach mal in Richtung Tokyo Station, wo dann auch unser Bus weggeht. Oder andersrum, je nachdem, wie wir es jetzt Oder so. machen. Und ja, einfach mal die Gegend erkunden. Genau, weil heute verbringen wir den Tag ja noch in Tokio. Genau. Ja, wir haben uns jetzt doch umentschieden. Plan geändert. Wir gehen jetzt nicht essen oder sowas, sondern sind jetzt mit der U-Bahn. Auch nicht zur Tokyo Station gefahren. Nein, das machen wir später, sondern zu einer anderen Station und zwar zu einem Government Building. Tokyo Metropolitan Government Building. Und zwar aus dem Grund, weil man auf dieses Building kostenlos rauffahren kann und somit eine Aussicht über Tokio haben sollte. Die Betonung liegt auf kostenlos. Es gibt hier auch ein Skydeck, da waren wir gestern zufällig. Das kostet aber irgendwie 2000 Yen pro Person.
Also ungefähr 14 Euro pro Person. Und wir nehmen da lieber die Sparfuchs-Variante und fahren irgend so ein Government-Building hoch. Ja, jetzt müssen wir genau. nur noch entdecken, welches das ist. Hier gibt es ein paar. Also ich glaube, das ist das, was es sind. Also hier das da. Genau. Das wäre cool. Das glaube ich, ist es das eher. Das ist hoch. Genau. Ja. Und das, also bietet sich natürlich an, dass man das heute noch mitnimmt. Und wir haben ja heute Zeit. Deswegen machen wir das so. Gehen wir mal auf die Suche. Wir haben es jetzt wirklich aufs Observatory Deck Süd geschafft. Ziemlich cool. Also unglaublich, dass das auch kostenlos einfach ist. Also der Ausblick ist Wahnsinn und es kostet nichts. Ich glaube, hier irgendwo müsste theoretisch der Mount Fuji sein. Ja, es steht erkennt man hier das heute nicht so gut. Genau, auf diesen Schildern steht es drauf, aber ich denke, der ist in Wolken mal wieder verhangen. Aber schon krass, was man hier für eine coole Sicht über Tokio hat. Und das halt für lau. Ja, es ist irgendwie schon immer was Besonderes, über so eine Großstadt schauen zu können. Voll. Also irgendwie erinnert mich halt jetzt an New York einfach, aber es gibt weniger Hochhäuser auf jeden Fall. Nicht aber zu hoch, zum Beispiel gibt es auch diesen einen Park, ich glaube, es könnte der Yoyogi-Park sein, der komplett mit hohen Bäumen bedeckt ist oder der von oben nur hohe Bäume hat. Echt cool. Also es ist ja generell eigentlich wie ein Touristen-Observatory hergerichtet, auch mit Kaffee und Souvenirs und keine Ahnung. Aber es kostet halt nichts. Also, total cool. Ja, das ist echt. Gefällt uns. Ja, also dass sie das einfach so machen, für die Touristen schon sehr nett. Ja, und heute natürlich super Wetter erwischt, im Gegensatz zu gestern. Gestern hat es gar keinen Sinn gemacht, also haben wir alles richtig gemacht. Hi. Haben jetzt Mittag gegessen beim Miami Garden.
Jetzt darf jeder mal raten, was Miami Garden für eine Nationalität ist. Ganz klar italienisch. Ganz genau. Nudeln und Pizza. Genau, und jetzt sind wir mit der U-Bahn zur Tokyo Station gefahren. Und schauen uns jetzt dann den Imperial Palace an. Den Kaiserpalast. Genau, also hier sind irgendwie die Gebäude schon ein bisschen anders. Also der Bahnhof ist es, glaube ich, auf der Seite. Noch ein Stück. Ah ja. Hier das Gebäude. Ist eigentlich echt ganz schön. Auch gerade ein japanisches Hochzeitsfotoshooting im Gange. Ganz hübsch, das Brautpaar. Genau, und ja, ich glaube, hier kann man jetzt auch ein bisschen rumlaufen. Was wir auch tun werden, obwohl unsere kleinen Rucksäcke auch schon relativ schwer sind. Oh, das ist echt ein bisschen nervig. Also es wäre schon schöner, wenn man halt nur mit leichtem Gepäck rumlaufen könnte. Aber es ist schon mal gut, dass wir die großen Rucksäcke nicht haben. Das ist der Nachteil, wenn man halt eine Übernachtung überspringt mit dem Nachtbus. Vom Zeitpunkt des Auscheckens bis zum nächsten Einchecken ist man halt relativ lange unterwegs und hat sein Gepäck an der Backe. Ja, quasi 24 Stunden fast. Gut, die großen Rucksäcke haben wir ja eben in unserem vorherigen Hotel gelassen. Einfach so. Aber die kleinen müssen wir natürlich schon mitschleppen. Ja, der Kaiserpalast. Es ist irgendwie, wie wir festgestellt haben, kein einzelnes Gebäude, das irgendwie super fancy ausschaut, sondern ein riesiges, weitläufiges Areal, wie man im Hintergrund sieht. Es gibt immer wieder schöne Gebäude zwischendrin, aber also grundsätzlich... Ja, also ja. Beeindruckend sind eigentlich diese Mauern aus diesen Riesensteinen. Die da. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich eher eine groß angelegte Wald- und Grünfläche. Joggingstrecke, ja, ganz nett mal gesehen zu haben, braucht man jetzt nicht unbedingt machen, unserer Meinung nach, aber... Ja, aber ich glaube, es gibt noch andere Sachen, die wir in Tokio noch anschauen können. Wir schauen weiter. Wir haben mal wieder ein Ramen-Restaurant gefunden. Das ist hier direkt am Straßenrand. Das ist die Straße.
Das sind die Rahmen. Schaut etwas anders aus als letztes Mal. Es gibt dann hier noch spiciges Gewürz, also Spices. Das ist Garlic, Ingwer, Sojasauce, Stäbchen, Wasser. Ja. Lassen wir uns mal schmecken. Ja, wir haben es geschafft. Wir stehen jetzt am Busabfahrort in Tokio. Hast du gesehen, der da? Der hat auch einen dicken Rucksack. Stimmt, der hat auch einen großen Rucksack. Wir zwei waren übrigens die einzigen Vollmongos, die mit so einem riesigen Rucksack durch Tokio gerannt sind. Über die Shibuya-Kreuzung. Über die Shibuya-Kreuzung. Wir waren so ein kleines Highlight für die Leute. Ja, wobei wir nicht die merkwürdigsten Menschen hier waren, finde ich. Stimmt. Und man muss auch noch sagen, die Shibuya-Kreuzung ist in der Nacht oder am Abend deutlich belebter als Vormittag oder Mittag. Ja. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr bis zur Abfahrt. Bis zur Abfahrt, genau. Es ist hier eigentlich echt alles sehr gut organisiert, würde ich sagen. Es gibt so Bildschirme, wo das dann alles dort steht. Es sind auch echt viele Leute hier. Genau, wir sind jetzt hier mit der U-Bahn hergefahren. Also erst gelaufen zur U-Bahn, dann mit der U-Bahn hergefahren, jetzt noch ein kurzes Stück hergelaufen, also wirklich sehr einfach. Aber es super funktioniert, ja. Genau. Und jetzt sind wir echt gespannt auf den Bus, weil wir sollen ja eigentlich schlafen jetzt über Nacht. Wie das so funktioniert, ob das genauso läuft wie von Kathmandu nach Pokhara. Naja, hoffentlich bekommen wir ein paar Stunden Schlaf ab. Denn morgen geht es dann los mit Sightseeing, sofort in der Früh um 5. Genau,